So, wir kommen gerade von der finnischen Botschaft, wo ich mir ein Buch signieren lassen habe, nämlich Finnisches Feuer von Johanna Sinisalo. Gesundheit. Sinisalo. Johanna Sinisalo. Ein ganz tolles Buch. Finnisches Feuer spielt in einem anderen Finnland, als wir es kennen. Ich wollte gerade sagen, in Finnland vielleicht? Aber in einem männerdominierten Finnland. Es ist eine Art Überwachungsstaat, wo die Gesundheitsbehörde die Kontrolle über die Menschen hat. Und Frauen sind eigentlich nur dazu da, als Gebärmaschine, so als lebende Barbiepuppe, alles lieb, hübsch, nett. Und wer so ein bisschen von der Norm abweicht, der... Na, das wird doch nichts. Wer so ein bisschen von der Norm abweicht, der wird unter verstärkte Beobachtung gestellt. Und es gibt natürlich auch in diesem Finnland keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Ist ja klar, wenn die Gesundheitsbehörde unter allem steckt. Kein Dope. Aber der Mensch an sich ist sehr, sehr clever. Ja. Und er hat sich... Nicht alle, aber... Ja, aber wenn es darum geht, sich zu berauschen, ja, ist er sehr clever. Und sie haben eine Ersatzdroge. Hustensaft. Chili. 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 Und die Schärfe, die da drin ist in dem Chili, die... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die für Rauschzustände sorgt. Bis zur Ohnmacht oder was? Auch bis zur Ohnmacht und bis zu... Also es ist auf jeden Fall Chili und auch die verschiedenen Schärfegraden von Chili. Und die Hauptdarstellerin in diesem Buch, Mira, Mira ist ihre Schwester, Vera. Vera sieht aus wie eine artige Frau, ist aber sehr ungezogen und dem Chili sehr zugetan. Hat auch einen Freund, sie dealen auch mit Chili. Und sie hat auch eine Methode entwickelt, mit der man den Schärfegrad von Chili gut testen kann. Will ich's wissen? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall FSK 18. Dann möchte ich es, glaube ich, nicht wissen. Aber das ist ja, wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr wissen, wie man optimal den Schärfegrad von Chili testen kann. Es ist ein tolles, interessantes, spannendes Buch. Ein schräger Roman, wie es hier hinten steht, auch über weibliche Lebensentwürfe in einer männlich dominierten Gesellschaft. Ja, mit einer tollen Ersatzdroge. Ja, und das macht Spaß, scharfes Essen dabei zu essen, während man... Wenn man das kann. Ich sterbe ja. Also ich glaube, du kannst ja nicht. Bevor der Rausch kommt, bin ich, glaube ich, schon tot. Also ja, ausgebrannt. Liebe Schärfe. Ja, finnisches Feuer, scharf wie eine Chilischote, steht sogar hier hinten drauf, von Johanna Sinisalo. Ja, und wer Bock hat, lässt es sich einfach in der finnischen Botschaft signieren. Genau. Ja. So wie wir gerade. Genau. So, jetzt fahren wir weiter. Ja. Aber wir fahren ja die ganze Zeit schon. Wie bescheuert.